Schönen guten Morgen an euch alle. Mein Name ist Roland Kunz. Wir sind heute Morgen im Livestream, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen gewartet, dass das alles sitzt. Und es sitzt auch dieses Riesenorchester, die Deutsche Radiophilharmonie. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch, die ihr heute den Mut habt, zu einem großen Orchester zu kommen. Dazu braucht man auch Mut irgendwo, weil es ist jenseits der Popmusik, es ist jenseits dessen, was man normalerweise vielleicht hört. Und Mut wird belohnt, weil das ist ein großes Erlebnis. Das werdet ihr heute merken. Und ich begrüße auch unsere Freunde aus Georgien. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr da seid. Diese Stunde hier steht unter der Frage, wer war Anton Bruckner? Wer war Anton Bruckner? Wir versuchen das zu beantworten mit der Musik. Und dass wir es beantworten können, dazu brauchen wir noch einen Dirigenten, der dieses Orchester leitet. Es ist unser neuer Chefdirigent Pietari Inkinen. Er kommt aus Finnland. Er ist Chefdirigent des Japan Philharmonic Orchestras, des Prag Philharmonic Orchestras und jetzt der Deutschen Radiophilharmonie. Also er ist ein Typ, der um die Welt jettet. Er ist noch jung. Er liebt schnelle Autos, er liebt die finnische Sauna und er liebt große Orchester. Das ist natürlich eine tolle Voraussetzung und deswegen begrüßen wir Pietari Inkinen. Und das alles steht unter dem Motto, das habe ich eben gesagt, wer war Anton Bruckner? Wer war Anton Bruckner? Das war schon mal eine erste Antwort. Da steht drüber, über vielen Sätzen bei Anton Bruckner, Mysterioso, geheimnisvoll. Und dieses Mysterioso kann man auch auf sein Leben übertragen. Er war eines von 12 Kindern eines Dorfschullehrers in Österreich. Und dieser Dorfschullehrer hatte auch als Aufgabe, Orgel zu spielen. Und das war für den kleinen Anton Bruckner damals die Faszination schlechthin, die Orgel. Da ging er dran und dann hat er entschieden, ich werde auch Lehrer. Und er wurde relativ schnell zwangsversetzt, denn es hieß in der Begründung, Anton Bruckner hat zu viel auf der Orgel improvisiert und komponiert, anstatt seinen Pflichten nachzukommen. Okay, man hat ihn versetzt in eine Klosterschule, St. Florian, nicht wissend oder vielleicht wissend, auf jeden Fall, dort um die Ecke war auch eine große Orgel. Und Anton Bruckner hat an dieser Orgel weitergemacht. Und dann hat er sich beworben auf die große Stelle des Doms zu Linz und hat diese Stelle bekommen. Ab diesem Zeitpunkt war er kein Lehrer mehr, sondern nur noch Musiker, Komponist und er war besessen von diesem Instrument und von dem Raum. Diese Orgel mit ihren Registern, die man ziehen kann. Wisst ihr,
bei den alten Orgeln diese Dinger, die man zieht und dann kommen Klänge dazu oder man drückt sie wieder weg. Und sein Markenzeichen waren kurze Haare, eine markante Nase und große Anzüge, viel zu große Anzüge. Deswegen ist er vielleicht auch nie so wirklich ernst genommen worden in der Gesellschaft. Er mit seinen großen Anzügen. Und da sind wir bei der Musik. Das hier ist auch ein großer Anzug, ja? Wenn ihr euch das mal anguckt, diese Dimensionen, die Bruckner im Kopf gehabt hat mit seinen Anzügen, dort hinten 8 Kontrabässe, die von hinten das Fundament geben. Und dann guckt ihr hier, hier sind die Hörner, normalerweise bei einer Symphonie 2 oder 4, er hat 8, könnte man zeigen, 8 Hörner. Dann auch die Blechbläser, da haben wir 3 Trompeten, wir haben 3 Posaunen und haben noch die Tuba dazu. Dann kommen die Holzbläser, normalerweise besetzt 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte. Hier sind es jeweils 3. Können wir auch mal zeigen. 3 Flöten, da vorne, dann haben wir 3 Oboen, dann haben wir die 3 Klarinetten und die Fagotte. 3 Stück an der Zahl, seht ihr. Und dann dort hinten keine 3 Pauken, aber es sind auf jeden Fall 1 Pauker, der seine Instrumente um sich herum versammelt hat, er gibt die Kraft. Dann haben wir hier die ersten Violinen, spiegelverkehrt die zweiten Violinen und dann die etwas größeren Instrumente, die Bratschen, da sind die Bratschen, hier, und die, die auf dem Boden stehen, das sind die Celli. Ja? Das ist der Apparat, das ist die Orgel des Anton Bruckner. Und so baut er seine Musik auf. Er nutzt das Orchester als Orgel und sein Markenzeichen in diesem Fall Figuren, die immer wieder wiederholt werden und große Steigerungen. Anton Bruckner. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ich meine, das ist typisch für Anton Bruckner. Dieses gewaltige, monumentale Thema, das wir jetzt hier am Schluss gehört haben, darauf läuft der ganze Weg, laufen die Steigerungen hin, auf so ein Thema. Großer Sprung, monumental, alle sagen dasselbe, alle spielen dieselbe Melodie. Er bündelt die Kraft des Orchesters zu einer Aussage. Das ist genauso, wie wenn wir alle gemeinsam sagen würden, Europa. Das ist eine Aussage, alle Kraft gebündelt auf einen Gedanken. Das bringt er. Und das kann man hier sehr schön zeigen, wenn er diese Aussage bringt. Thank you.
Es ist majestätisch, es ist großartig, es ist göttlich, was er hier bringt. Es ist wirklich göttlich. Aber entscheidend ist der Weg dorthin. Und der Weg dorthin zu dieser Monumentalität, der läuft bei ihm sehr oft über ein mysteriöses Tremolo, das er am Anfang setzt, ein mysteriöses Tremolo, ein Misterioso. Vielleicht kann uns der Geiger mal nachzeigen, was ein Tremolo ist. Diese Spannung, die dadurch entsteht. Und wenn das alle machen, wenn das alle Streicher machen, dann entsteht ein unglaublich spannungsgeladenes, ich nenne es mal Flirren. Ein Flirren, in dem Elektrizität zum Himmel verbunden ist. Und wenn er über dieses Flirren die erste Figur setzt, dann ist das etwas, ich sage es jetzt mal, Marschierendes. Da setzt sich jemand in Bewegung mit immer größerer Intensität. Er geht auf ein Ziel zu, auf ein monumentales Ziel. Es ist eine Himmelsleiter. Sie steigert sich immer nach oben, diese Figur. Sie greift nach oben. Bis hin zum Himmel. Wer war Anton Bruckner? Er war ein tiefgläubiger Mensch. Er hat mit seiner Musik Gott ehren wollen. Das war sein Anliegen. Er war dieser Organist in Österreich, aber er war auch ein tiefgläubiger Mensch. Er hat 11 Sinfonien geschrieben, 9 sind für ihn gültig, also 9 Sinfonien. Und was wir heute hier hören, Ausschnitte daraus, das ist die 9. Sinfonie. Und er hat diese, seine letzte Symphonie in seinem 72-jährigen Leben, hat er, wie er selber sagte, der Majestät der Majestäten gewidmet. Und zwar die Widmung nicht irgendeinem Fürsten, sondern dem lieben Gott. Diese Symphonie und diese Musik ist dem lieben Gott gewidmet. Also eine höchst religiöse Angelegenheit. Und er lässt uns in den Himmel schauen. Wenn wir so ein Thema hören wie eben, da öffnet sich der Himmel. Das muss man einfach so sehen. Aber er öffnet diesen Himmel immer in Verbindung zur Erde. Und wie macht er das? Indem er nach so einem Moment, nach dem göttlichen Moment, den Menschen darstellt.
Er lässt die Streicher pizzicato spielen, also kurz die Saite angerissen, bop, 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 und lässt die Figur nach unten steigen. Das ist sozusagen der Anker zur Erde, das Irdische. Und wenn der Mensch ganz unten angekommen ist, dann öffnet sich plötzlich das Paradies, das Licht. Da brauche ich gar nichts dazu zu sagen, das werdet ihr hier in der Musik hören. Nach dem Irdischen, plötzlich stehen wir auf einer Lichtung und das ist das Paradies. Der Moment ist ganz wichtig, weil er sitzt an der Orgel in der Kirche, ja, und er lässt diesen Ton in seine Kathedrale hineinschweben. Ein wichtiger Moment, denn seine Musik ist Architektur, ist Architektur pur. Es ist auch eine Hochgebirgslandschaft, wenn man das so genau betrachtet, mit riesigen Klangbergen und sehr schnellen Talfahrten. Und nach dem Tal kommt sehr schnell wieder ein Berg, den er langsam erklimmt. Dazwischen tritt er Stürme los. Und man kann ständig was Neues entdecken. Da ist eine wunderbare Melodie in den Celli. Dann haben die Flöten, beziehungsweise die Klarinetten und die Oboen plötzlich wieder tolle Melodien. Und dann arbeitet er wieder zu auf sein Monument, auf Gott. Wenn man betrachtet, dass dieser erste Satz dieser Symphonie 25 Minuten dauert, also eine riesige Dimension, das ist klar, das geht nur dadurch, wird dadurch so lang, weil die Steigerungen dazwischen so lang sind. Und auf dem Weg dieser Steigerungen zieht er die Register. Das werdet ihr jetzt hören. Auch im Verlauf dieses ersten Satzes zieht er nochmal die Register. Intensiviert, laut, leise, nochmal lauter. Und so weiter.
und er bewegt sich wieder zu auf dieses erste Thema, das er dann noch monumentaler bringt, indem er es umstürmen lässt von den Streichern. Diese lange Steigerung hört ihr jetzt. Wer war Anton Bruckner? Ihr lernt immer mehr über diesen Anton Bruckner. Österreichischer Organist. Ja? Ihr seht ihn hier an der großen Orgel. Und er war über 40, als er sich zum ersten Mal wirklich gewagt hat, seine erste Symphonie zu schreiben. Wenn ihr bedenkt, Wolfgang Amadeus Mozart hat 40 Symphonien geschrieben und er ist mit 35 gestorben. Aber Bruckner war über 40, als er sich überhaupt dran gewagt hat, die Symphonien zu schreiben. Und für ihn waren diese Dimensionen wichtig. 25 Minuten, der erste Satz. Was ist typisch für ihn? Wir haben jetzt schon ein bisschen was gelernt.
diese langen Steigerungen, diese Terrassendynamik, so nennt man das. Ihr wisst ja, Terrassen, einmal so, dann kommt eine niedrigere, dann kommt wieder eine höhere. So ist das auch hier mit der Terrassendynamik, also mit den Lautstärken, die relativ schnittartig sich verändern. Und dann diese kühnen Harmonien, die er setzt, wie jetzt gerade am Schluss, das beißt manchmal, da öffnet sich auch ein Abgrund. Nicht nur der Himmel, sondern auch das Abgründige. Und dann auf der anderen Seite ständig dieser Registerwechsel. Jetzt achtet mal bei dem folgenden Ausschnitt auf diese Terrassendynamik und den ständigen Registerwechsel, sodass dieser Wechsel aus Fortissimo und Piano, also sehr laut und leise, entsteht in der Entwicklung. Jetzt zieht er das Holzbläserregister. Jetzt zieht er das Blechbläserregister. Die Pauke. Die Pauke ist bei Bruckner ein ganz wichtiges Instrument. Schaut dorthin. Die Pauke ist Geheimnisträger. Die Pauke ist aber auch Kraftpunkt dieses Orchesters. Und sie ist Akzentgeber. Wir werden nachher noch hören, wie wichtig das im Zusammenhang ist. Und jetzt sammelt diese Pauke auf einem Orgelpunkt das gesamte Orchester zusammen. Was ist ein Orgelpunkt? Bei der Orgel gibt es ja ein Pedal, ja, wisst ihr? Und wenn man den Fuß auf ein Pedal stellt und das klingen lässt, im vollen Tutti nennt man das, dann nennt man das Orgelpunkt. Ja? Und diesen Orgelpunkt hören wir jetzt im Orchester und darüber sammeln sich die ganzen Kräfte,
zu einer ganz großen Schlussaussage dieses ersten Satzes. Eine gewaltige Architektur. Der Himmel öffnet sich und es ist eine Vision, ja? Es ist eine Gottesvision, die Bruckner hier uns sehen lässt. Und das war das Ende des ersten Satzes. Eine Symphonie hatte bei Mozart zu dieser Zeit meistens 3 Sätze und dann in der Spätromantik, Bruckner war ja Zeitgenosse von Brahms, von Tschaikowski, also Ende des 18. Jahrhunderts, er ist 1896 gestorben. Und diese Sinfonie hier ist seine letzte Aussage. Eigentlich hatte er 4 Sätze geplant und er hat aber nur noch 3 geschafft. Wir kommen zu dem zweiten Satz. Und der zweite Satz hat nichts mit Göttlichem zu tun. Der zweite Satz ist das Gegenteil. Da ist was Dämonenhaftes dahinter. Was Spukhaftes, etwas Geheimnisvolles wieder, aber was Spukhaftes und Dämonenhaftes. Wie drückt er das aus? Nochmal mit dem Pizzicato der Streicher am Anfang. Da entsteht so was sehr Zurückgehaltenes, Spukhaftes und dann ein rhythmisches Pochen, das uns die Dämonen in den Rücken treibt. Und dieses rhythmische Pochen, das führt in eine ganz andere Welt. Der Beginn des zweiten Satzes.
Kraftentfaltung, die hat was mit der Hölle zu tun, ja? Wenn man mal bei diesem Bild von Himmel und Erde bleibt. Also dieses Dämonenhafte, dieses Spukhafte, dieser Gewalt- und Kraftausbruch, der gebündelte, das seht ihr, das Orchester muss in dem Moment auch sehr arbeiten. Wir sind im Scherzo, das ist der zweite Satz. Meistens in der Romantik der zweite Satz ein Scherzo und das heißt, es gibt einen A-Teil, es gibt einen B-Teil und nochmal den A-Teil. Und dieser B-Teil ist ganz anders, der ist überschrieben mit Trio und der bringt tatsächlich dieses Spukhafte. Er ist sehr zurückgezogen, das Orchester, vom Orchester ist absolute Präzision verlangt in diesen kleinen, leisen Figuren und dieses Trio ist leise, es ist exklusiv, es ist kostbar, es ist geheimnisvoll und an diesen B-Teil schließt er dann wieder den Kraftausbruch des A-Teils an. Also ihr werdet das jetzt erleben, dieses Spukhafte und dann nochmal das dämonenhaft Kraftvolle und immer wieder dieser Gegensatz bei Bruckner zwischen dem Kraftausbruch des dreifachen Fortissimo und dem absolut geheimnisvollen Pianissimo. Thank you.
Das war also der zweite Satz, dieser dämonenhafte Walzer. Es ist ein Dreiertakt, ja? Aber es hat mit Wiener Walzer überhaupt nichts zu tun. Und bevor wir noch den dritten Satz anspielen, frage ich doch mal unseren Chefdirigenten, Pietari Inkinen, was ihm eigentlich so gut gefällt an dieser Musik. Eines sage ich sicher, die überwältigende Kraft. Und das muss man live erleben. Sie jetzt haben schon ein Taste gehabt. Wir haben alle sitzen immer mit einem iPhone oder iPad. Das kann man auch dort Play drücken, aber ist nicht das Gleiche. So wie bekommen Sie dann einmal auch den ganze Sinfonie, alle Sinfonien eventuell erleben. Das ist egal, wie alt man ist, jünger besser beginnen, aber live. Das war ein Statement, da braucht man gar nichts dazu zu sagen. Vielen Dank. Pietari Inkinen. Es ist genau so, ja, das, was ihr heute Morgen hier erlebt. So ein Orchester, das ist exklusiv für euch. Ich meine, ihr sitzt hier, ja, und ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Ich will sie nicht zählen, aber diese Klangkraft ohne Mikrofone, das hier ist ja nur zum Aufnehmen, das ist keine Verstärkung, ja. Das, was ihr hier gebündelt hört, das ist die reine Orchesterkraft. Das ist unglaublich. Und wir sind bei der 9. Symphonie von Anton Bruckner, seine letzte, die er geschrieben hat. Und er hat immer gebetet, das hat er auch schriftlich aufgeschrieben, dass er diese Symphonie doch noch vollenden könne. Also er hat noch einen letzten Satz geplant, aber es ist bei diesen drei geblieben. Es ist also sein Vermächtnis. Und mit diesem Satz, den wir jetzt hören, kommt er wieder zu dem, was er oben drüber geschrieben hat, dem lieben Gott gewidmet. Und das hört man direkt auch in diesem Thema. Ich spreche von Thema. Ihr wisst ja, es gibt die Figuren, da-dam, ist eine Figur oder ein Motiv, aber sobald es länger wird, ist es ein Thema. Und dieses Thema hier, das ihr jetzt hört, es hat zwei Riesensprünge und es bewegt sich nach oben zum Himmel. Ein sagenhaftes Thema. Das könnten wir jetzt dreimal hintereinander spielen, dann würdet ihr es kennen, aber es ist schwer nachzusingen, ja? Diese beiden Riesensprünge am Anfang und dann diese Bewegung ganz nach oben. Und jetzt kann man schön die Registerfarben von Bruckner nachprüfen, denn die Streicher geben diesem Thema jetzt die harmonische Verankerung. Thank you.
Das war ein reiner Streichersatz. Unglaublich, hm? Diese Wärme, diese Glut, diese Andacht, das Göttliche da drin. Aber Bruckner belässt es nicht dabei. Wir hören dieselbe Stelle nochmal und er zieht noch ein Register oben drüber, nämlich die Blechbläser. Und dadurch bekommt das Ganze dann etwas Choralartiges und noch Andächtigeres. Gleiche Stelle mit diesem Register dazu. Wisst ihr, wenn nicht hier, wo dann öffnet sich eine Himmelstür? Das ist der Moment, das ist überhaupt einer der größten Momente der Sinfonik, diese Stelle hier, an der sich dieser Moment, dieser Kraftmoment eines Orchesters öffnet. Und hier kann man sehr schön nochmal zeigen, wie die Register funktionieren, an dieser Stelle, die wir am Schluss gehört haben. Da hat er zum einen als Untergrund das berühmte Tremolo, das wir eben schon erlebt haben, der Streicher. Das ist ein Beben. Dazu zieht er das Holzregister. Das gibt Weite und Höhe. Bei der Orgel sind das die Mixturen, ja? Die drückt er. Und jetzt nimmt er noch die Hörner und das tiefe Blech dazu. Musik.
Und dann lässt er die Trompeten ein markantes, ein sehr spezielles Motiv dazwischen rufen, sodass sich der Ruf nach Gott in diesem Moment realisiert. Und damit das Ganze die absolut kraftvolle Aussage hat, die unumstößliche, dazu nimmt er dann noch die Pauke dazu. Und dann hat er das Bild und die Aussage komplett. Das ist an Dramatik eigentlich nicht mehr zu überbieten. Ja? Das Vermächtnis von Anton Bruckner, die 9. Symphonie. Und dieser Satz hier ist so voller Spannung und voller Spannungsklänge, auch voller Reibungsklänge, voller Dissonanzen nennt man das. Hört mal darauf, in diesem jetzt etwas längeren Ausschnitt nochmal, wie diese Reibungsklänge an Dramatik hier zunehmen. Thank you.
Wer war Anton Bruckner? Ihr wisst es jetzt. Ihr habt die Rufe gehört hier auch am Schluss. Diese Vision. Anton Bruckner war ein Visionär. Er war nicht nur der Dorfschullehrer und der Organist, der in Wien letztendlich seine Schwierigkeiten hatte, weil ein Kritiker da war, der, sobald er einen Ton gelassen hat, ihn niederschrieb. Er hat es schwer gehabt. Aber letztendlich hat sich Bruckner durchgesetzt. Es war seine Vision. 9 Jahre lang hat er an dieser Symphonie gearbeitet. Mozart hat in 2 Monaten seine letzten 3 Symphonien geschrieben. Aber Bruckner hat 9 Jahre gebraucht für diese Symphonie. Und er konnte sie nicht mehr vollenden. Bevor wir zu den 2 letzten kurzen Ausschnitten kommen, der eine führt uns noch zum Höhepunkt überhaupt, nämlich zum jüngsten Gericht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Es ist diese Vision des jüngsten Gerichts, wenn sich die Pforten öffnen. Und dieses jüngste Gericht ist was Grausames und was Göttliches zugleich. Und das hat Bruckner in einen Akkord gelegt, der so grausam klingt nach jüngstem Gericht, dass man wirklich Gänsehaut kriegt. Und auf diesen Akkord steuert er in einer langen Steigerung, typisch für Bruckner, hin. Das jüngste Gericht. Da öffnen sich alle Abgründe, ja? Das tut weh. Das soll es auch. Das jüngste Gericht. Es ist alles gesagt. Bruckner, der Visionär. Wir haben die Himmelstür gesehen. Wir haben das jüngste Gericht gesehen. Und wie ist der Schluss? Wie verabschiedet sich Bruckner aus diesem Leben? Es ist das Paradies. Es sind nur noch ein paar Takte jetzt,
Paradies, es ist Licht am Ende des Tunnels und es ist sehr versöhnlich und es ist alles andere als laut. Es ist das Paradies. Super gemacht. Die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Leitung von Pietari Inkinen. Die 9. Symphonie von Anton Bruckner. Ihr habt heute was Großes erlebt. Ich glaube, ihr tragt das in euch. Tragt es mit euch heim und nehmt es als Geschenk. Denn das ist ein Geschenk. Diese Musik und dieses Orchester. Und wie er gesagt hat, das live zu erleben, nirgendwo sonst. Hier, kommt immer wieder. Tschüss.